Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ist abgeschlossen und jetzt geht es natürlich auch an die Aufarbeitung der Wahlergebnisse. Und in diesem Video will ich einmal eine Analyse aufzeigen und machen für die Wahlergebnisse der SPD, der CDU und die AfD. Also sollen solche Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, wer hat denn die AfD in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? Und auch die Frage soll aufgeworfen werden, wie diese Verluste bei der SPD zu erklären sind, aber auch wie es zu erklären ist, dass die SPD trotzdem besser dasteht am Ende als vorausgesagt von den Meinungsumfrageinstituten, zumindest von den großen Meinungsumfrageinstituten. Ich will ganz am Anfang nur kurz das Wahlergebnis zeigen für diejenigen, die mein Video zum Wahlergebnis nicht kennen oder auch noch gar nicht das Wahlergebnis gesehen haben. Das ist das Endergebnis, die SPD also die stärkste Partei mit 30,6 Prozentpunkten, gefolgt von der AfD mit 20,8. Die CDU kommt nur auf 19 Prozentpunkte und damit erstmals bei einer Landtagswahl nur auf Rang 3. Das ist etwas, was die CDU noch gar nicht kennt, die SPD dagegen schon. Und die Linke ist die vierte Partei, die im Landtag vertreten sein wird mit 13,2 Prozentpunkten und alle anderen Parteien, die wir hier sehen, die Grünen, die FDP und die NPD, scheitern an der 5%-Hürde. Wenn wir auf Gewinne und Verluste schauen, die AfD mit 20,8 Prozentpunkten an Gewinnen und die einzige Partei, die wir hier sehen, die noch immerhin minimale Gewinne einfahren konnte, das ist die FDP. Alle anderen Parteien verlieren und vor allen Dingen die Linke und die SPD verlieren dabei am stärksten. Das nur kurz zum Wahlergebnis und zu den Gewinnen und Verlusten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie erklärt sich das? Wie erklärt sich das zum Beispiel bei der SPD? Was hat zum Beispiel dazu geführt, dass die SPD dann doch stärker war als vorausgesagt von diesen großen Meinungsumfrageinstituten? Und da muss man sagen, dass gerade die Beliebtheit von Erwin Sellering und die Zufriedenheit mit der Regierung ein Grund dafür sind, dass die SPD letztendlich stärker gewesen ist als erwartet. Wenn man sich einfach mal anschaut, was die Umfrageinstitute ermittelt haben, dann kann man zunächst einmal festhalten, 61% der Bewohner in Mecklenburg-Vorpommern sind eigentlich zufrieden mit der Regierung gewesen. Und die Regierung bestand seit 2011 aus einer Koalition aus SPD und CDU. Und diese Regierung mit 61% Zufriedenheit steht eigentlich relativ gut da und vor allen Dingen steht die SPD sehr gut da im Vergleich zur CDU, denn 57% aller Bewohner oder aller Befragten besser gesagt, ist eigentlich zufrieden mit der Arbeit von der SPD. Und dieser Wert beträgt bei der CDU nur 36%, da gibt es mehr Unzufriedenheit als Zufriedenheit. Im Übrigen, damit das jetzt nicht zu Verwunderung führt, wenn in Klammern ID steht, dann ist das eine Umfrage, die Infratest DIMAP erhoben hat und bei FW ist es die Forschungsgruppe Wahlen. Und wie gesagt, auch Erwin Sellering genießt eigentlich ein hohes Ansehen bzw. eine große Beliebtheit. 67% zu 18% im direkten Duell zu Cafier, zu Lorenz Cafier, der Herausforderer von der CDU. Und das zeigt eben auch, dass Erwin Sellering doch gewollt ist in diesem Amt als Ministerpräsident, beziehungsweise dass er seine Arbeit so gut macht, dass die Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern ihn auch weiterhin als Ministerpräsidenten haben wollten, zumindest im Vergleich zum CDU-Kandidaten. Und er hat auch von den anderen Spitzenkandidaten, also im Vergleich zu dem Spitzenkandidat der Linken und dem Spitzenkandidat der AfD, den besten Umfragewert gehabt. Und was man auch sagen muss, Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein Bundesland, das wirtschaftlich Probleme hat und das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern im Grunde seit der Wiedervereinigung und erstmals seitdem ich es jetzt zurückverfolgen konnte, gibt es einen höheren Wert für die Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage als der Wert für die Unzufriedenheit. 56% waren zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage. Also muss man zusammengefasst sagen, die SPD und im Grunde damit aber auch ein bisschen die CDU, aber es färbt mehr auf die SPD ab, haben eigentlich eine ganz solide Arbeit verrichtet in den letzten 5 Jahren und das wird auch von der Bevölkerung honoriert. Und jetzt schauen wir mal, was hat die SPD noch ein bisschen mehr geboostet?
als vorausgesagt zum einen, wobei das jetzt nichts mit dem Boost zu tun hat, der Boost ist das mit den Kurzentschlossenen. Zum einen muss man festhalten, die SPD wird vor allen Dingen von Wählern über 60 Jahren gewählt, da nämlich überdurchschnittlich viel, und zwar 38% aller über 60-Jährigen haben die SPD gewählt. Wenn man mal schaut auf die anderen Gruppen, also die Wählerinnen und Wähler unter 30 Jahren haben zu 23% die SPD gewählt. Der gleiche Wert auch für die Wählerinnen und Wähler zwischen 30 und 44 und dann zwischen 45 und 59 28% und dann wie gesagt die Ü60-Wähler mit 38%-Punkten. Das heißt, vor allen Dingen bei den Wählern ab 45 Jahren punktete die SPD, wohingegen sie bei den Wählerinnen und Wählern unter 45 Jahren nur bei 23% gelegen hat. Und damit beispielsweise auch schwächer ist bei den 30- bis 44-Jährigen als die AfD. Aber zur AfD kommen wir ja noch. Also die SPD hat vor allen Dingen bei den Ü60-Wählern gepunktet und das ist jetzt eben der Grund für diesen Boost auf über 30%, die Kurzentschlossenen wählten am ehesten SPD. Kurzentschlossene sind diejenigen, die bis kurz vor der Wahl noch nicht wussten, wen sie wählen sollten und dann am Wahltag möglicherweise erst ihre Entscheidung getroffen haben. Und da spielt dann eben eine Rolle, dass Sellering beliebt ist, eine gute Arbeit verrichtet hat, sodass eben 35% dieser Kurzentschlossenen gesagt haben, sie wählen die SPD. Und das führt dann eben dazu, dass das eine oder andere Zehntel an Prozentpunkten dazugekommen ist, möglicherweise sogar mehr als 1 oder 2% noch dazugekommen ist. Ansonsten bei den Kurzentschlossenen, 17% haben die CDU gewählt, 15% die AfD und 12% die Linke. Also man sieht, der Vorsprung der SPD bei den Kurzentschlossenen ist schon deutlich. Das führt eben dazu, dass die SPD die Verluste etwas mehr einschränken konnte als vorhergesagt. Aber, und das darf man nicht vergessen, es sind 5% Punkte, die verloren gehen. Und die SPD hat jetzt einige wichtige Dinge zu beachten bei der Analyse der Wahl. Und zwar ist ja die SPD eigentlich die klassische Arbeiterpartei. Aber wenn man schaut, wen haben die Arbeiterinnen und Arbeiter gewählt, dann ist die SPD nicht die stärkste Partei gewesen nach Infratest-DiMAP, sondern hinter der AfD nur die zweitstärkste und der Rückstand zur AfD beträgt sogar 8%Punkte. 34% der Arbeiter haben die AfD gewählt und jetzt gibt es auch noch andere Statistiken zu anderen Wählergruppen, die zeigen, dass die SPD, naja, nicht in allen Punkten so als Wahlsieger dasteht. Zum Beispiel liefert sie sich einen engen Kampf bei den männlichen Wählern. Da liegt sie nämlich mit 26% laut der Forschungsgruppe Wahlen gleich auf mit der AfD. Auch unter den Arbeitslosen hat man jeweils 28%, also zusammen mit der AfD jeweils. Und was die SPD auch nicht vergessen darf, die AfD hat 17% ihrer Wählerinnen und Wähler von der SPD bekommen und damit mehr als von jeder anderen Partei. Und wenn man mal schaut, 20,8% ist das Wahlergebnis bei der AfD, dann sind das gerechnet auf das Wahlergebnis 3,5%, die die AfD bekommen hat aufgrund der Abwanderung der Wählerinnen und Wähler von der SPD zur AfD. Oder anders gesagt, die SPD verliert 3,5% von ihren 5% an die AfD. So, jetzt schauen wir mal auf die CDU, die ja im Grunde ganz schlecht dasteht, nämlich zum ersten Mal die drittstärkste Partei bei einer Landtagswahl plus erneut ein historisches Tief. Denn bereits 2011 waren es 23% und damit der schlechteste Stand, den man jemals gehabt hatte. Und jetzt also ein weiterer Rückschlag. Und woran liegt das denn? Denn eigentlich hatte ich ja eben gesagt, mit der Regierung war man eigentlich relativ zufrieden. Aber das ist dann so, wie zum Beispiel auch in Baden-Württemberg. Diese Zufriedenheit, die man hat mit der Regierung, färbt sich nicht unbedingt auf beide Parteien ab, sondern meistens auf diejenige des Ministerpräsidenten. Und das war also die SPD. Bei der CDU muss man sagen, gibt es jetzt mehrere Dinge, die dazu führen, dass die CDU nochmal 4% Punkte verloren hat. Zum einen darf man die Bundespolitik nicht vergessen. Natürlich kann man nicht das ganze Wahlergebnis reduzieren auf die Bundespolitik und sagen, wegen der Bundespolitik stehen wir jetzt nur bei 19% da. Das ist natürlich dann zu kurz, aber man darf diesen Einfluss eben nicht zu gering schätzen, denn natürlich ist das, was
im Bund passiert und das, was in der Flüchtlingskrise noch immer aktuell ist, ein wesentlicher Faktor dafür, dass zum Beispiel die AfD 20,8% der Stimmen bekommt. Das darf man also hier nicht vergessen. Das andere ist aber auch, dass man mit der CDU viel unzufriedener ist als mit der SPD. Also auch auf Landesebene eben gibt es einen Grund dafür, dass die CDU bei diesen 19% landet. Man ist mit 60% eher unzufrieden mit der CDU als zufrieden. Die Zufriedenheit beträgt dann nur 36%. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass Kaffee selbst im Vergleich zu Sellering nicht gut wegkommt. Ich hatte es ja eben schon für Sellering gesagt. 67% für Sellering, 18% für Kaffier. Insofern ist klar, dass zum Beispiel auch die Kurzentschlossenen eher die SPD gewählt haben als die CDU. Nur 17% wählten die CDU und damit ist man, wie ich eben auch gesagt habe, klar hinter der SPD, die ja auf 35% gekommen ist. Also dieses Wahlergebnis hat hier mehrere Gründe. Und die Bundespolitik spielt eine Rolle, aber auch das eine oder andere in der Landespolitik. Denn die CDU ist ja sozusagen als Juniorpartner derjenige Part, auf den die Erfolge weniger abfärben als auf die SPD. So, und jetzt kommen wir zur AfD. Das ist das zweitbeste Ergebnis einer Partei aus dem Stand heraus. Das beste Ergebnis einer Partei aus dem Stand heraus hat ebenfalls die AfD eingefahren, und zwar im März bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da war die AfD ja noch etwas stärker als hier, aber es ist natürlich ein sehr starkes Ergebnis von der AfD, denn jeder Fünfte, sogar etwas mehr als jeder Fünfte, hat die AfD gewählt und sie hat auch 3 Direktmandate erobern können im Osten von Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt schauen wir doch mal, wer hat denn jetzt eigentlich die AfD gewählt? Schauen wir doch erst einmal auf die Altersstruktur. Die hatte ich ja schon bei der SPD einmal angeführt für die SPD. Jetzt schauen wir mal bei der AfD. Da können wir sehen, dass die unter 30 und die über 60-Jährigen nur zu 17% die AfD gewählt haben. Also im Schnitt schwächer die AfD ist, als sie am Ende mit 20,8% gewesen ist. Also bei den Jüngeren und bei den Älteren ist sie mit 17% schwächer. Aber in dem Bereich 30 bis 59 Jahre ist sie dafür stärker mit jeweils 25 Prozentpunkten. Und in der Gruppe 30 bis 44-Jährige ist die AfD sogar die stärkste Partei geworden. Die SPD zur Erinnerung hatte bei den 30 bis 44-Jährigen 23 Prozentpunkte bekommen. Die CDU, das noch ergänzend, hat in diesem Segment 21 Prozentpunkte eingefahren. Auch ist es bemerkenswert, dass die AfD vor allen Dingen bei Männern stark ist. 26% der Männer haben die AfD gewählt und laut Forschungsgruppe Wahlen ist sie damit gleich auf mit der SPD und damit gleich auf stärkste Partei, bei den Männern zumindest. Die AfD hat vor allen Dingen jetzt Stärken bei den Arbeitslosen, 30% der Arbeitslosen haben die AfD gewählt und damit ist die AfD unter den Arbeitslosen die stärkste Partei geworden. Und bei den Arbeitern hatte ich es vorhin schon genannt, 34% und damit 8% mehr als die SPD. Da ist die AfD auch spitze. Und jetzt nennt es Infratest DIMAP einfache und hohe Bildung. Bei den einfach Gebildeten liegt die AfD mit 30% ganz knapp hinter der SPD, die auf 31 Prozentpunkte kommt. Und damit kommt die AfD in dieser Gruppierung auf den zweiten Rang. Dagegen hat die AfD bei den sogenannten Höhergebildeten bzw. bei den Inhabern einer höheren Bildung einen schwereren Stand. Mit 16% liegt sie da doch unter ihrem Endwert. Das heißt, die AfD punktet vor allen Dingen bei Arbeitern, Arbeitslosen und bei denjenigen, die einen geringeren Bildungsabschluss haben oder einen niedrigen Bildungsabschluss haben. Aber man muss natürlich bei solchen Zahlen immer vorsichtig sein. Man muss ja immer schauen, wie viele macht jetzt eigentlich diese Gruppe aus? Wie viele Höhergebildete gibt es? Wie viele Einfachgebildete gibt es? So, und jetzt noch die Frage, von wem stammen denn jetzt eigentlich die Wählerinnen und Wähler der AfD? Und da muss man sagen, es ist etwas, was wir schon, zumindest bei den Nichtwählern, schon bei der Wahl zum Beispiel in Sachsen-Anhalt beobachten konnten, also bei den Landtagswahlen im März, nämlich, dass die Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisiert worden sind, in größeren Teilen, und 34%
der Stimmen der AfD stammen also jetzt von der Gruppe der Nichtwähler oder der kleineren sonstigen Parteien. Wenn man diese 34% jetzt einmal umrechnet, dann sind das etwa 7,1% des Wahlergebnisses der AfD, was von dieser Gruppe stammt. Die SPD ist dann die Partei, die am meisten, oder sagen wir mal so, die AfD holt dann am meisten noch Wähler von der SPD ab und führt sie zur AfD hin. Das sind 17% der Stimmen, die von ehemaligen SPD-Wählern gekommen sind. Und das macht, das hatte ich schon gesagt, 3,5% etwa. Die NPD ist dann die zweitstärkste Gruppierung der Parteien, die im Landtag wählen, die Wähler jetzt an die AfD verloren haben, nämlich 16%. Und diese 16%, wenn wir das jetzt einmal kurz umrechnen auf das Wahlergebnis, das sind in etwa 3,3 Prozentpunkte und das sind eben jene 3,3 Prozentpunkte, die die NPD nicht hat und deswegen den Einzug in den Landtag erneut verpasst hat. Also die NPD, und das kann man bei der NPD ganz klar sagen, kommt nicht in den Landtag, weil es die AfD gibt und nicht, weil zum Beispiel die anderen Parteien gute Politik gegen die NPD betrieben hätten. Denn viele der NPD haben jetzt einfach die AfD gewählt. Das ist vielleicht jetzt auch opportunistisch, weil man eben die größeren Chancen in der AfD sieht, eine starke Fraktion zu haben. Und die NPD also nicht mehr im Landtag vertreten. 15 Prozentpunkte der AfD-Wählerinnen und Wähler kommen von der CDU, 12% von der Linken. Also das erklärt aber auch die großen Verluste bei CDU und bei Linke. Und dann haben wir noch die Grünen und die FDP und da sind es jeweils 3 Prozentpunkte, also die diese 20,8% ausgemacht haben von der AfD. Wenn wir jetzt mal kurz bei den Grünen schauen, denn die haben ja ganz knapp den Einzug verpasst, dann sind 3 Prozentpunkte von diesen 20,8 insgesamt 0,6 Prozentpunkte. Und wenn wir das jetzt auf das Ergebnis der Grünen berechnen, dann heißt das auch, wie bei der NPD, man ist aus dem Landtag geflogen, weil zu viele Wählerinnen und Wähler von der eigenen Partei zur AfD übergegangen sind. Denn die Grünen hätten mit diesen 3 Prozentpunkten, die hier zur AfD gegangen sind, also 0,6 Prozentpunkte mehr. Damit hätte man mit 5,4% den Einzug in den Landtag geschafft. Also man kann sehen, dieses Wahlergebnis der AfD hat zur Folge, dass die NPD und die Grünen aus dem Landtag rausgeflogen sind. So, damit aber jetzt genug zur Analyse. Man kann ja bei Infratest DiMAP und bei der Forschungsgruppe Wahlen bzw. auf den Seiten von ARD und ZDF diese Grafiken auch mal anschauen, wer es möchte. Und das soll es also zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gewesen sein. Mit Wahlen geht es aber schon relativ bald weiter. Und zwar diesen Sonntag die Kommunalwahl in Niedersachsen und dann am 18. September die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Und da wird es natürlich auch wieder spannend sein zu sehen, wie sich da das Ergebnis zusammenstellen wird. Berlin ist nochmal etwas anderes als jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Und das aber, wie gesagt, soll zu diesem Video hier gewesen sein.